Hallo und schön, dass ihr auch zu einem Arti-Match einschaltet. Ihr wisst, Abwechslung ist wichtig und ich werde immer mal wieder darum gefragt, Aikaramba, zeig doch mal wieder eine Arti und ja, dementsprechend, was gibt Schöneres als eine deutsche Artillerie auszupacken? Dementsprechend sehen wir den GW-Tiger von Da Miner gespielt auf der Karte Minen, was eine sehr schöne Karte für eine Artillerie ist. Und dementsprechend sind wir sehr gespannt, was er damit machen und reißen kann. Ist hier auch sogar im Zug mit einem anderen GW-Tiger. Also machen hier ordentliche Troll-Action. Natürlich klassisch Minen. Da weiß man auch schon als Gegner vorher, wo die Arti stehen, weil die stehen immer hier hinten. Das ist der Klassiker, kann man schon sagen. Dementsprechend schauen wir mal und sehen nach, was er jetzt reißen wird. Und dieser Aufgang hier ist natürlich der anfangs bespielt meiste Platz auf der Karte. Er nutzt den Battle Assistant, wie man hier sieht. Deswegen kann er hier diese schräge Ansicht veranlassen. Und die Badget, die bietet sich ja fast schon an. Also gleich hat er nachgeladen. Und der Schuss ist raus und macht schon mal 872 Schaden auf die Badget. Das wird sie sich auch anders vorgestellt haben. Und sein Partner macht da den Doppelshot. Macht er die Badget und den T-62A weg. Da gab es bestimmt Standing Ovations. Außer vom T-62A. Und von der Badget. Beide sind da nicht sehr amused darüber, dass sie hier von einem, in Anführungszeichen, roten Bot getötet werden. Aber es kommt ein Kuss-Smiley zurück. Beste Antwort, die man darauf geben kann. So. Badget lassen wir weiter mal ein bisschen ragen, genauso wie der T-62A. Hier die Jungs spielen weiter und nimmt jetzt die GS7 raus. Sehr schön. Und was sie gut machen, sie bewegen sich. Also er bleibt hier nach dem Schuss nicht stupide stehen, sondern bevor er hier gecountert wird, bekommt er selber da den. Nimmt er das vorweg, indem er sich selber bewegt. So sollte es heißen. Jetzt aimt er auf die Insel um. Auf der Insel ist auch noch einiges. Auch noch ein T-62A, ein AMX oder beziehungsweise zwei AMX sogar. Jetzt braucht er die nur noch mal sehen. Hinten wäre ein Jagdpanzer auch noch offen auf A4. Auch immer ein schönes Ziel. So, der 50B ist da leider hinterm Stein. Und auch dieser Schuss, der wäre schon arg glücklich. Also meines Erachtens nicht riskieren, sondern warten und hoffen, bis ein anderer auf ist. Vielleicht mit ein bisschen Splash könnte arbeiten. Er probiert es jetzt mal. Wow! Alter Verwalter. Okay, ich habe nichts gesagt. Krasser Shot. 2100 Damage. Da muss er selber Fuck schreiben, weil, weil er da erstaunt ist. Ja, hart, harte Wurst. Good job, Arti. So kann man das auch machen. Nicht mit einem Fuck you, sondern sogar noch dem Gegner beglückwünschen. Das ist aber allerdings die Seltenheit, diese Reaktion. So, da unten IS-7 AMX noch offen. Und er bleibt jetzt hier auf dem Jagdpanzer. So, jetzt ist die Frage, wo ist er? Er würde natürlich den gern gespottet bekommen, aber ich wollte gerade sagen, nimm dir doch den IS-7 zur Brust. Und jetzt schieß. Der könnte auch wieder gut kommen. Ah, vielleicht gesplashed, aber definitiv, wie wir gesehen haben, kein Killshot. Das ist halt ein Fluch und ein Segen zugleich. Die lange Nachladezeit, wenn man trifft, macht er brutalen Schaden. Und wenn man dann daneben schießt, hat man wieder 40 Sekunden lang Zeit zum Nasebohren. Der IS-7 wurde auch mittlerweile rausgeholt, also vielleicht hat er dann doch ein bisschen noch einen Schaden drauf machen können. Jetzt aber der Jagdpanzer steht nicht so gut für ihn, muss man sagen. Recht frontal. Ja, und der T-92 nimmt ihn da raus. Und jetzt kommt dann T-62A noch in seine Nähe sogar. Wenn der T-62A hoffentlich hier so bleibt an dem, dann zündet er an und macht auch nochmal. Alter Schwede, er kann nicht mehr löschen, hat wohl scheinbar keinen Feuerlöscher am Start.
Ah, das ist auch nochmal brutalster Schaden, der da hier kommt. Und durch diesen Hit konnte er sich so fahren, dass das 704er sogar ihn rausgeholt hat. Und dementsprechend 15 zu 4 steht's. Er hat, und das kann ich jetzt verraten, 600 Schaden am IS-7 gemacht, weil er hat in Summe 5.624 Schaden gemacht und nicht wie hier angezeigt 5.025. Und das sind gerade mal 4 Minuten 44. Ja, unglaublich geile Runde. So, wenn ich Artie spielen könnte und wenn es mir so gut gelingen würde, würde ich es auch öfter spielen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.